Herzlich willkommen, Ernst Kerbusch. Eine große Freude, dich hier anzutreffen und dich befragen zu dürfen. Wir sind nämlich wieder bei der Memoria Dieter Konietzky, einen alten Freund, der nicht mehr unter uns weilt und über den wir jetzt gerne berichten möchten. Der hat so viel erlebt und es zeigt die Zeit, die Abschnitte großer politischer Veränderungen. Und das sollte doch der Nachwelt erhalten bleiben. Du bist derjenige, den ich jetzt im Interview habe, der am längsten Dieter Konietzky gekannt hat. Du, das weiß ich jetzt nicht genau, das wirst du mir gleich berichten. Du warst, glaube ich, vor ihm in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Du bist seit, ich denke, in den 60er Jahren bereits in der Friedrich-Ebert-Stiftung gewesen. Hattest viele Positionen inne, unter anderem gegen Ende auch der Leiter der Abteilung Internationale Entwicklungszusammenarbeit. Du hattest mir mal berichtet, du hattest schon große Reisen durch Lateinamerika, als Reisen nicht so war wie heute. Also angefangen von Uruguay und das endete irgendwann mal in El Salvador beim Fußballkrieg. Ich weiß jetzt nicht, ob es El Salvador war oder auf der honduranischen Seite. All die Dinge. Und du hast dann irgendwann Dieter getroffen und ihn auch zur Friedrich-Ebert-Stiftung eingeladen. So, und dann würde mich natürlich interessieren, was er dir denn auch berichtet hat über die Zeit davor. Denn was Dieter angeht, hat er natürlich wie viele aus der Generation das Dritte Reich erlebt, dann das Ende des Zweiten Weltkrieges und er studierte und dann hat es eine Besonderheit gegeben bei Dieter. Er wurde in Ostberlin entführt und in Prag vor Gericht gebracht und er verweilte viele Jahre dort im Gefängnis. All diese Dinge hat er mir gegenüber angedeutet, aber nie richtig vertieft, hat er vielleicht nie wirklich, aber ich würde meinen, du wüsstest darüber mehr. Also nochmal herzlichen Dank und das war jetzt meine lange Einleitung. Das Wort gilt dir. Vielleicht ergänzt du noch das, was ich eben gesagt habe. Und vor allem würde es mich freuen, wenn du erklären könntest, wann hast du Dieter kennengelernt und wie war die erste Zeit mit ihm? Ja, ich muss dich dabei gleich ein bisschen korrigieren, denn nicht ich habe Dieter zur Friedrich-Ebert-Stiftung geholt, es war eher umgekehrt. Aha. Ich muss ein paar Sätze vorwegschicken, damit man begreift, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich bin Stipendiat in Uruguay gewesen, Promotionsstipendiat in Uruguay, und hatte da aber kein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung, obwohl ich mit der Friedrich-Ebert-Stiftung auch damals schon eng verbunden war. Über Bekannte, über Mitarbeiter der Stiftung, mit denen ich schon zusammengearbeitet hatte, in meiner akademischen Zeit an der Uni in Köln. Und als Höhepunkt meiner Stipendiatenzeit in Lateinamerika, das war 1968, als ich für 15 Monate in Uruguay war, habe ich mir ein zusätzliches Stipendium, wenn man so will, erschlichen beim Bildungsministerium in Nordrhein-Westfalen, um nach den Studien in Uruguay und Umgebung, natürlich bleibt man als Stipendiat nicht nur in einem Land, noch ein paar andere Regierungssysteme in Lateinamerika zu studieren, um ein paar vergleichende Studien vorzulegen, was ich dann später auch getan habe. Und diese Reise im Anschluss an meinen Uruguay-Aufenthalt hat mich durch alle Länder Lateinamerikas an der Pazifikküste, in Zentralamerika, einschließlich des genannten Fußballkrieges zwischen Honduras und Salvador, da in beide Länder, am Schluss dann nach Mexiko geführt. Überall habe ich die Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung besucht, weil ich natürlich die Anschriften und die Namen über meine alten Kontakte zur Stiftung alle hatte. Und so bin ich 1969, das muss so im Juni 1969 gewesen sein, nach Mexiko gekommen und habe da Dieter Konietzky getroffen. Und seitdem kann ich wirklich sagen, hat uns verbunden eine sehr enge Freundschaft, weil wir in den etwa 4 Wochen, die ich in Mexiko war, eine wirklich intensive Diskussion hatten über das, was sozusagen
Politik ausmachte und was uns in dieser Politik ausmachte. Und dabei haben wir so viel Übereinstimmung festgestellt, die dann ausgebaut wurde und sozusagen bis zu Dieters Tod dann ein ganzes Leben gehalten hat, in unterschiedlichsten Beziehungen, die wir zueinander hatten. Zu Dieter in dieser Zeit kann ich nur sagen, er war in Mexiko, nachdem er eine kurze Stipendiatenzeit dort verbracht hatte, schnell aufgestiegen zum Vertreter der Stiftung. In Klammer muss man jetzt hinzufügen, was dann dazu geführt hat, dass die vorgesehene Promotion über die mexikanische Politik nie zustande kam, wie bei so manchen Stipendiaten der Stiftung später. Und in dieser Funktion war er in Mexiko politisch zu Hause, ja, so ähnlich wie ich mich in Uruguay politisch zu Hause gefühlt hatte, als ich dort als Stipendiat und wenn man so will, ein bisschen auch Teilzeitmitarbeiter der Stiftung schon war, denn ich habe dort auch für die Stiftung und ein bisschen für die internationale Abteilung der Partei den Kontakt zum Büro der Sozialistischen Internationale. Das saß damals in Montevideo und wurde von Humberto Maestegui, einem alten, traditionellen Sozialist, lateinamerikanischen Sozialisten, geleitet. Dort habe ich Dieter kennengelernt und wie gesagt, wir haben uns sehr angefreundet. Bitte um Entschuldigung. Aber selbstverständlich. Da habe ich dann natürlich auch sozusagen Dieters Historie kennengelernt. Genau das festgestellt, das du eben in der Einführung schon erwähnt hast. Dieter blickte nicht zurück im Zorn, sondern Dieter kolportierte, was ihm passiert war. Ich wusste, dass er in Berlin studiert hatte, Rechtswissenschaft, politische Wissenschaft und dort eher in liberalen als in sozialdemokratischen Zirkeln zu Hause war und dort dann plötzlich aus seinem relativ politisch aktiven Studentenleben heraus 1961 verhaftet und nach Prag gebracht worden ist, wo man ihn dann nach relativ kurzem Prozess und nach wohl ziemlich heftigen Verhören, aber darüber war von ihm auch nur sehr, sehr wenig Konkretes zu erfahren, zu 10 Jahren Haft verurteilt hat. In dieser Haft, das war dann noch wieder typisch Dieter, gab es auch Positives. Er hat da viele Leute kennengelernt, insbesondere aus dem slawischsprachigen Bereich. Und weil er sich mit so vielen Leuten dort unterhalten hatte, Ansätze verschiedener slawischer Sprachen gelernt. So nach dem Motto, nirgendwo hat man so viel Zeit, wie wenn man in einem Gefängnis sitzt. Und ich habe das später dann mehrfach erleben dürfen, wie er mit diesen Sprachen auch tatsächlich umgehen konnte. Nicht, dass er nun all diese Sprachen perfekt gesprochen hätte, aber wir haben in einem Zug nach Brüssel irgendwann einmal ganz zufällig in einem Abteil mit einem armenischen Bischof gesessen. Und da entspann sich nach so einigem Hin und Her in verschiedenen Sprachen, die uns so einfielen, am Schluss dann auch ein durchaus fruchtbares Gespräch, in dem die armenische Sprache eine relativ gewichtige Rolle spielte, von der ich natürlich kein einziges Wort verstand. Aber Dieter war eben in dieser Beziehung ein durchaus positiver Mensch. Auch aus der schlimmsten Situation kann man noch irgendetwas Positives machen. Was aber dann wichtig wurde, war, als er dann vorzeitig entlassen wurde, 1966, kam für Dieter einer der wichtigsten Momente seines Lebens, nämlich das Zusammentreffen mit Günter Grunwald. Und der Name Günter Grunwald ist, glaube ich, etwas, das sich durch das Leben von Dieter zieht, als wohl die wichtigste Persönlichkeit, die er in seinem Leben getroffen hat. Günter Grunwald war der erste Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung und er ist 2011 verstorben. 2012 haben einige Kollegen und ich ein Gedenkbuch herausgegeben für Günter Grunwald und natürlich haben wir auch Dieter gebeten, dazu einen Beitrag zu schreiben. Dieter hat dazu einen nur 4-seitigen Beitrag geschrieben. Diese 4 Seiten sind eine Hommage an ein Leben eines für ihn wichtigen Menschen, wie ich sie so konzentriert nur sehr selten gelesen habe. Ich glaube, wenn man über Günter Grunwald berichten will, dann müsste man eine Kopie dieses kurzen Beitrags von Dieter Konietzky weiterreichen. Um sehr, sehr vieles zu beschreiben, was das Leben dieses Mannes ausgemacht hat.
Günter Grunwald hat ihn dann auch ganz schnell zum Stipendiaten in Mexiko und später zum Vertreter der Stiftung in Mexiko gemacht. Ich habe in dem Bericht noch mal kurz nachgelesen gestern und festgestellt, dass es da eine ganze Reihe auch für Lateinamerika interessanter Ereignisse gab in der kurzen Zeit seiner Stipendiatenzeit in Mexiko. Zum Beispiel auch die Gründung von CEDAL, Centro de Estudios Democráticos de América Latina, in Costa Rica, in San José, in der Nähe von San José, zu einem der bedeutendsten Studienzentren für sozialdemokratische Politiker in Lateinamerika wurde in den 70er und 80er Jahren und auch der Treffpunkt eigentlich aller bedeutender politischer Persönlichkeiten aus dem Mitte-Links-Spektrum zwischen 1970 und vielleicht 1995 gewesen ist. Das Zentrum wurde dann später an Partner der Ebert-Stiftung übergeben und funktioniert als Ausbildungszentrum für das lateinamerikanische Genossenschaftswesen noch heute. Aber es hat eine unglaublich wichtige Rolle gespielt und Dieter ist dort natürlich auch ungeheuer häufig mit vielen bedeutenden Politikern Lateinamerikas zusammengetroffen. Wenn er darüber einen Bericht geschrieben hätte, dann hätte der lauten müssen, ich kannte sie alle. Denn ich habe in meinem ganzen Leben keinen Menschen getroffen, der so wie Dieter so schnell auf Leute zugehen konnte, um mit ihnen nicht nur Kontakt aufzunehmen, sondern sie nach kürzester Zeit auch irgendwo in sein Spektrum einsortiert zu haben und bei vielen von ihnen einen lebenslangen Kontakt aufrechtzuerhalten. Wie hat er das gemacht? Was war da an Dieter so anders? Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Ich habe Zweifel auf diese Frage auch schon in dem Interview, das du mit Alexander Kölweit geführt hast, bemerkt. Alexander hat das so ausgedrückt, keinen Respekt vor Autoritäten. Das heißt, Dieter konnte auf jemanden, mit dem er im gleichen Raum war, mit oder ohne Grund, zugehen, um mit ihm ein Gespräch zu eröffnen und es auch so zu eröffnen, dass es immer wirklich zu einem Gespräch kam. Dieter war in unglaublicher Weise in der Lage, Leute einzufangen, Leute zu interessieren für das, was er zu sagen hatte. Vielleicht auch ein bisschen für sich, weil er ja auch eine Person war, die ein bisschen auffiel. Nicht sehr groß, sprachlich sehr beschlagen, auch sehr auf Leute eingehend, wann immer das nötig war. Ich habe ihn immer bewundert dafür, dass er das konnte. Es gehört ja zu unserem Geschäft, auf Leute zuzugehen, als Stiftung auch, Leute kennenzulernen, mit Leuten zu reden, Leute einzubinden, Kontakte zu bekommen und zu behalten. Aber die Art und Weise, wie Dieter das geschafft hat, ist für mich einzigartig geblieben. Ich hatte häufig Schwierigkeiten, Dieter zu unterbrechen, weil er gerne redete. Wie war das denn mit allen anderen oder auch mit seinem Gegenüber? Also er konnte wie ein Wasserfall reden. Dabei wurden unglaublich viele interessante Dinge erzählt. Aber man musste dann sehr deutlich werden, wenn man auch etwas sagen wollte. Das ist richtig. Aber ich glaube, das betraf mehr Leute, die er gut kannte. Das heißt, wenn er Leute neu kennenlernte, war das anders. Dieter konnte auch Informationen aus Leuten herausholen. Dieter konnte nicht nur selber reden. Es ging in der Ebert-Stiftung lange das Gerücht, wenn man mit Dieter am Telefon sprach, konnte man durchaus das Telefon mal hinlegen, sich eine Tasse Kaffee holen und bei Rückkehr dann das Gespräch ohne Unterbrechung fortsetzen. Ja. Das ist zweifelsfrei ein Gerücht, aber so ähnlich ist es mir auch oft gegangen. Und man musste sich bei Dieter, wenn man mit ihm gerade später, als man dann nicht mehr so oft telefonierte und so vieles, das man sich sagen wollte, dann in der Zwischenzeit passiert war und so vieles als Gesprächsstoff auf dem Tisch lag, musste man sich auf lange Gespräche einstellen. Er hatte mir mal eine Erklärung dafür gegeben. Er hat es mir, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so war, aber er hat es mir genauso gesagt, dass er dadurch, dass er so lange in Einzelhaft war in Prag oder in anderen Gefängnissen in der Tschechoslowakei, er das Gespräch mit den Wärtern gesucht hat, dass es sogar einen
Merkmal ist oder ein Symptom, das viele Menschen, die in Einzelhaft waren, hatten, dass sie unglaublich viel Erzählbedürfnis haben. Ich weiß nicht, hat er dir das mal so dargestellt? Wir haben natürlich oft auch mit unterlegtem Humor darauf hingewiesen, dass Gespräche mit ihm sehr lange dauern. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das miteinander zu tun hatte, dass das also ein Stück seiner persönlichen Geschichte dann gewesen ist. Aber es ist dann wohl später auch wohl ein gewisser Automatismus geworden. Das heißt, immer dann, wenn er mit Leuten redete, von denen er wusste, dass es Dinge gab, bei denen man eine gewisse gemeinsame Wellenlänge hatte, dass das dann auch sehr ausführlich besprochen wurde. Ja, das war ja auch immer wunderbar interessant. Und er war auch gar nicht böse, wenn man ihm dann so ein bisschen schroff mal gesagt hat, so, jetzt ist aber mal Schluss. Ich will auch mal was sagen. Das war vollkommen in Ordnung. Ja, was waren denn die Höhepunkte in der Mexiko-Zeit? Also man muss dann natürlich ein bisschen differenzieren nach Mexiko und nach dem, was sozusagen Mexiko für den Rest Lateinamerikas zu dieser Zeit bedeutet hat. In Mexiko selbst hatte Dieter sehr, sehr schnell ein wahnsinnig dichtes politisches Netzwerk aufgebaut, das sich natürlich vor allen Dingen um die PRI rankte, denn das war ja nicht nur die Regierungspartei, sondern eigentlich so etwas Ähnliches wie eine Einheitspartei. Das stimmte zwar nicht vollständig, aber durch die totale Dominanz der Politik in Mexiko war das natürlich de facto so. Wir hatten damals in der Stiftung intensive Debatten darüber, ob Einheitsparteien der richtige Partner sein könnten. Ich habe dabei aus meiner alten akademischen Erfahrung heraus, die sich sehr um Regierungssysteme, die Institutionen von Regierung gekümmert hat, für Mexiko immer noch den Hinweis, dass die PRI ja aus 4 Säulen bestand, die untereinander in einer ständigen Konkurrenz um ihre Bedeutung innerhalb der PRI gerungen haben. Damit also es sich nicht um eine klassische, zum Beispiel kommunistische Einheitspartei handelte, in der die Befehlsgewalt von oben alles umfasste, sondern durchaus Demokratieelemente enthielt, die allerdings nicht das bei uns übliche Mehrparteiensystem ausmachten. Und Dieter hatte sich da wirklich intensiv beschäftigt mit allen Gruppen der PRI, insbesondere natürlich jeweils stiftungstypisch mit dem Gewerkschaftsflügel. Und es gab eine sehr, sehr intensive Debatte mit Gewerkschaften und damit auch einem Kontakt mit der Bundesrepublik Deutschland. Auch die PRI hatte ja dann erste Kontakt mit der SPD und später innerhalb der Sozialistischen Internationale haben die sich ja auch sehr vertieft. Dieters Kontakt in Mexiko war natürlich sowohl für die SPD als auch für andere befreundete europäische Parteien in der Sozialistischen Internationale von großer Bedeutung, weil also Mexiko ja auch als Nachbarstaat zu den USA ein Land war, in dem Politik häufig aufschlugen. Und zwar, das muss man dann eigentlich als Randbemerkung auch machen, weil Mexiko auch touristisch hochinteressant war. Das heißt, es tauchte so manches Mal dann ein bedeutender Politiker zwischen Weihnachten und Neujahr auf und wollte betreut werden. Und Betreuung war ja eine ganz, ganz, ganz große Stärke von Dieter. Das heißt, jemand, der mit Dieter 3 bis 4 Tage durch das Land gereist war, die wichtigsten Politiker getroffen hatte und außerdem noch irgendeine der bedeutenden archäologischen Stätten, manchmal auch mehrere, zusammen mit Dieter gesehen hatte. Und er brachte einen Eindruck mit, der nicht nur das Land betraf, sondern natürlich auch Dieter Konietzky als Person, die man nicht so leicht wieder vergessen konnte. Was ihm dann beispielsweise, wenn er in Deutschland auf Gewerkschaftskongressen oder Parteitagen war, dazu verholfen hat, überall sofort hinzukommen, weil er so viele Leute kannte auf die Art und Weise, denn Mexiko war ein Hauptdurchgangsland in der Beziehung. Gleichzeitig hatte sich aber ja in Lateinamerika eine Entwicklung gegeben, in der es immer mehr sozialdemokratische oder der Sozialdemokratie nahestehende Parteien gab, vom Peronismus in Argentinien bis hin später auch zur PRD in Mexiko selbst, die wirklich oder vermeintlich der europäischen Sozialdemokratie ähnlich oder nahestehend waren. Und darüber ergaben sich dann auch eine Menge Kontakte in andere Länder. Also ich
Es gab bedeutende Politiker wie Raúl Alfonsín oder in Argentinien oder Rodrigo Borja in Ecuador und viele andere mehr, die immer wieder auch in Mexiko waren, zum Teil auch an Veranstaltungen in Zedal teilnahmen und dann anschließend mit den mexikanischen Freunden Kontakte aufnahmen. Und Dieter war immer der Vermittler. Er war wirklich ein geborener Vermittler, denn das Zusammenbringen von Menschen, das war seine absolute Spezialität. Und Dieter Konietzky war also nicht nur in Mexiko als Vertreter der Ebert-Stiftung, wie manche sagten, bekannt wie ein bunter Hund, sondern auch in ganz Lateinamerika bei den Spitzenpolitikern vieler der Parteien, der APRA in Peru, den Peronisten, wie gesagt, in Argentinien und vielen anderen mehr. Gleichzeitig ergab sich in dieser Zeit aber, und das war insbesondere dann Mitte der 70er Jahre von ganz besonderer Bedeutung, als Dieter ja schon lange dann Vertreter der Stiftung in Mexiko war, ein neues Kapitel der lateinamerikanischen Geschichte durch die bürgerkriegsartigen Situationen in Zentralamerika. Dadurch wurde Mexiko plötzlich zu einem noch wichtigeren Platz, als es das ohnehin schon war, denn Mexiko wurde zugetraut, so etwas wie eine Plattform zu bieten, um Dinge zu diskutieren, die man in den Ländern, die von den Bürgerkriegen betroffen waren, das betraf ja vor allen Dingen El Salvador, das betraf Guatemala, das betraf ganz zentral Nicaragua und natürlich die Nachbarstaaten, die immer davon betroffen waren, Honduras, Costa Rica, Panama. Und so ergab sich ein zusätzlicher Reiseverkehr zwischen Europa und Zentralamerika, der immer über Mexiko ging. Dieter hatte einen engen Kontakt aufgebaut zu dem Innenminister, späteren Präsidenten Luis Echeverría, und hatte einen unglaublichen Zugang dazu. Das machte ihn auch bei den anderen europäischen Parteien bekannt. Also zuerst das über Cedal, das Bekanntsein mit allen lateinamerikanischen bedeutenden Politikern, dann über die Rolle Mexikos in der Bürgerkriegszeit zu den Führern der wichtigen europäischen sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien. Das heißt, die Aussage, Dieter war bekannt wie ein bunter Hund in der ganzen Sozialdemokratie, war schon da richtig. Das war lange vor Spanien. Das hat also keineswegs mit Spanien zu tun. Aber das war natürlich auch einer der Gründe, warum Günter Grunwald in der Zeit dann 1975, 1976, als sich diese ganze Situation zuspitzte, auf Dieter Konietzky gekommen war, als einen seiner Schutzbefohlenen auch in der Arbeit in Lateinamerika. Das war übrigens gleichzeitig die Zeit, in der Günter Grunwald mich zum stellvertretenden Leiter der internationalen Abteilung gemacht hatte. Ein absoluter Zufall war es nicht, dass es sich dabei um zwei Mitarbeiter handelten, die auch miteinander befreundet waren, einen engen politischen Kontakt hielten. Zwischenzeitlich war ich auch selber noch mal in Mexiko gewesen, weil es einen Skandal um eine Projektentwicklung in Mexiko gegeben hatte und die Zentrale der Stiftung mich gebeten hatte, mal für einige Wochen nach Mexiko zu fahren, um das Ganze aufzuklären, was uns dann auch einigermaßen ordentlich gelungen ist und was dann wieder dazu beigetragen hatte, dass Günter Grunwald meinte, wenn es um Geld geht, dann ist der Kerusch möglicherweise der Richtige für die Zentrale, weil ich offenbar dieses Problem zu seiner Zufriedenheit gelöst hatte. Aber Dieter war auf die Art und Weise, auch weil er inzwischen in dieser ganzen Szenerie so bekannt war und weil sich natürlich in Bezug auf Spanien ein ganz anderer, neuer europäischer Druck ergab. In der Beziehung kann ich übrigens nur dringend empfehlen, sich mal intensiv die Arbeit des jungen Historikers Antonio Muñoz Sánchez anzugucken, der über das Ende der Franco-Diktatur und die Friedrich-Ebert-Stiftung für unsere Reihe der internationalen Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung beschrieben hat, der also sehr genau dokumentiert, wie Europas Interesse an Spanien, weil sich ja nur abzeichnete, dass Franco nicht mehr so ewig lange leben würde, sich entwickelt hatte. Und in dieser Situation wurde eben jemand gebraucht. Zunächst hatte die Stiftung Robert Lamberg, einen jungen Historiker, nach Spanien geschickt. Der sollte ein Bild über die aktuelle Situation der politischen Akteure außerhalb der frankistischen Regierung in Spanien erstellen. Das war eine sehr wichtige Dokumentation, die dann auch für Dieter eine große Rolle gespielt hat, als er von Grunwald Ende 1975 damit beauftragt wurde, sich die Situation in Spanien
etwas genauer anzusehen, nachdem er vorher zusammen mit Grunwald in Spanien mit Fraga Iribarne zusammengetroffen war, um einfach auszuloten, gibt es dann die Zustimmung der Regierung, die ja erkennbar in den letzten Zügen lag. Und nach Fraga selbst strebte ja auch so nach einer Erneuerung, möglichst unter seiner Führung, was dort geschaffen werden könnte. Und das Papier, das Dieter da erarbeitet hat, 1975, das hat, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, es war kein sehr langes Papier, vielleicht 20 Seiten lang, über die Situation der linken Gruppierungen in Spanien. Das war ein Plädoyer für den Aufbau einer sozialdemokratischen Alternative jenseits des rechten Apparates, aber diesseits der ja relativ starken kommunistischen Opposition, die es in Spanien gerade in der letzten Zeit des Franquismus gegeben hatte. Eine Frage. Hat man tatsächlich Fraga Iribarne um Erlaubnis gefragt? Man hat ihn nicht um Erlaubnis gefragt. Man hat mit ihm darüber geredet, welche Möglichkeiten gibt es, mit den Instrumenten einer deutschen Institution sich in Spanien hier im Bildungsbereich zu betätigen. Und seine Antwort war? Für Fraga war das Ganze auch so etwas wie ein Persilschein für seine demokratische Gesinnung. Denn das Überleben der Rechten in Spanien, das wusste ja jeder intelligente Beteiligte an der frankistischen Bewegung, war nur möglich, wenn man das in einer europakonformen Form tat. Und europakonform war nur etwas, das zumindest einen beträchtlichen formalen Teil Demokratie angeboten hat. Fraga hat bestimmt nicht daran gedacht, dass er mit der Zustimmung dazu, bestimmte Dinge in Spanien tun zu dürfen, ein Visum zu bekommen dafür, sich aktiv politisch um die Zukunft der spanischen Gesellschaft zu kümmern, ein bisschen deutsche Erfahrung oder europäische Erfahrung auch nach Spanien zu tragen. Da hat er sicher nicht daran gedacht, dass er da den Grundstein für sein eigenes Ende legen würde. Aber er hat gedacht, er ist dabei auf einem Weg, sich mit einer respektablen Institution darauf zu einigen, dass Spanien demokratischer werden müsste, als es zu diesem Zeitpunkt war. Mit freien Gewerkschaften, war das im Sinne von Fraga Iribarne? Ja, die Gewerkschaften spielten in diesem Zusammenhang weniger eine Rolle als die allgemeine Gesellschaft. Und wer in Spanien Sozialdemokratie war, war zu diesem Zeitpunkt ja noch sehr umstritten. Es gab ja nun die Altsozialisten um Tierno Galván. Und es gab zu diesem Zeitpunkt neue Gruppierungen, die sich insbesondere aus Sevilla und Umgebung aufmachten, die alte, etwas schwerfällige, traditionelle, noch sehr stark kommunismusnahe, wenn man so will, jedenfalls von der Ideologie her, sozialistische Partei aufzumischen. Und das ist dann später ja auch geschehen. Es ist aber sicher nicht Fragas Idee gewesen, daraus dann eine schlagkräftige politische Bewegung zu machen oder dabei zu helfen, sie entstehen zu lassen, muss man ja wohl besser sagen. Aber immerhin auf diese Art und Weise ergab sich die Möglichkeit, in Spanien gesellschaftspolitisch tätig zu werden, mit einer gewissen Zustimmung der Regierung, sich selbst Europa gegenüber als ein Stückchen zu einem europäischen Land mit einem europäischen System, also einem demokratischeren System zu machen. Dieter hat ja eine mexikanische Frau und Kinder gehabt. Der hat in Mexiko geheiratet. Ja. Er hat die gesamte Familie mitgenommen. Das war ja auch für ihn dann auch ein schwerer Schritt. Das ging ja darum, irgendwo auch einen Teil der Heimat zu verlieren. Das ist richtig. Dieter schreibt übrigens in dem von mir eben schon erwähnten Artikel hier, in dem er an Günter Grunwald erinnert, dass er, als er nach Mexiko ging, seiner eigenen Familie in Deutschland, die ja irgendwo im Sauerland noch lebte, übrigens ganz in der Nähe zu einem Ort, aus dem meine Frau kam, deswegen kannten wir uns dann später auch regional ein bisschen fast als Nachbarn. Und er schrieb dann, das war eigentlich nach den 6 Jahren in der Tschechoslowakei, wieder eine Trennung von der Familie nach Mexiko hin. Der Schritt nach Spanien dann später muss für ihn ein ähnlich schwieriger Schritt gewesen sein. Und die Ehe hat dann ja auch nicht gehalten, denn der Aufbau eines solchen Systems von einer unglaublichen Größenordnung, wie man dann später feststellte, der forderte ja mehr als einen üblichen 8-Stunden-Job. Und daran ist offenbar seine Ehe
auch gescheitert, zumal seine Frau, die ja in Mexiko als Professorin für politische Wissenschaft gearbeitet hatte, in Spanien so recht den Anschluss und den Zugang nicht gefunden hatte, was sehr häufig ist in solchen Situationen. Vor allen Dingen, wenn ja der ganze politische Druck ja auf einer Person in dieser Partnerschaft lag und natürlich die Ehefrau davon auch mit betroffen ist. Das war zum Teil ja in Mexiko schon der Fall. Und wenn an jedem zweiten Wochenende irgendein bedeutender Politiker da ist und der Partner dann an dem Wochenende für die Familie nicht zur Verfügung steht, das ist ehefeindlich, das muss man schon so sehen. Ja, ein hoher Preis. Ein hoher Preis. Das war so, ja. Aber gut. Das ist natürlich ein hoher Preis, den auch viele Politiker zahlen, dass sie wenig Familie erleben. Oder auch die Kinder der Politiker, die einen Vater eher aus der Presse kennen als von zu Hause. Das ist natürlich leider Teil von solchen Familienleben und Geschichten. Die Aufgabe, aber nach Spanien zu gehen. Darf ich da noch einen Satz hinzufügen? Ja. Das ist natürlich umso schwerer dann, wenn die Tätigkeit auch noch mit häufigem Ortswechsel verbunden ist. Für Kinder ist ein einzelner Ortswechsel in der Regel kein Problem. Wenn sich aber im Laufe eines Erziehungssystems, das ja nun doch 13, 15 Jahre oder noch mehr, wenn Universitätsstudien mitgezählt werden, dann 3 oder 4 oder 5 Ortswechsel in dieser Zeit ergeben, führt das natürlich auch sehr häufig zu Brüchen im Erziehungsprozess. Auch das ist einer Partnerschaft natürlich nicht. Aber scheinbar war Dieter so wichtig, dass man genau ihn angesprochen hat. Man wollte scheinbar jemanden haben, keinen Verwalter, einen Administrationshengst, der die Papiere schön ordnet, sondern man hat wohl einen gebraucht, der in einer politisch dampfenden Angelegenheit die Vernetzung schafft, die man gerne hätte. Und da war er wohl der Richtige. Es gab wohl keinen, der besser geeignet gewesen wäre als er. Davon bin ich auch fest überzeugt, dass das so war. Der Hinweis auf die Administration versus Politik ist übrigens in der Friedrich-Ebert-Stiftung von ganz elementarer Bedeutung. Ich habe vehement dagegen gekämpft, das Argument gelten zu lassen, wir sind ja für die Politik da und nicht für die Administration. Denn wenn man das zu Ende denkt, führt das ja dazu, dass wenn einem die Geldmittel gesperrt werden, weil die Administration nicht in Ordnung ist, dann ist auch gar keine Politik mehr möglich. Also ist sozusagen das Argument, das eine ist wichtiger als das andere, ein Argument, das also den mangelnden Zugang zu Realitäten dokumentiert. Das war aber natürlich nicht immer vollständig durchzuhalten. Es gibt natürlich Situationen, und da muss ich dann auch sagen, da hat die Friedrich-Ebert-Stiftung im Wissen darum, dass erstens die Anforderungen, die sie an Dieter stellte in dieser Situation, irgendwo auch Kompromisse finden musste, wie man mit der Tatsache, dass Zeit ja nur einmal zur Verfügung steht, umgeht und ihm da immer wieder Brücken gebaut haben, die Dieter übrigens auch immer sehr dankbar angenommen hat. Ja. Beispielsweise durch die Entsendung weiterer Mitarbeiter, beispielsweise durch die Bereitschaft, auch im bürokratischen Bereich zusätzliches Personal einstellen zu dürfen. Und später, da erinnere ich mich selber noch persönlich, an heftige Kämpfe, die wir da mit unserem Zuwendungsgeber, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit damals noch, später kam ja dann und Entwicklung noch dazu, die wir da ausgefochten haben, um beispielsweise die Vorschrift, dass ein Teilnehmer an einem Seminar, für das Geld ausgegeben worden war, das aus Zuschussmitteln, Zuwendungsmitteln kam, eine persönliche Unterschrift leisten musste für diese Seminarteilnahme, was zu bestimmten Zeiten sowohl in Lateinamerika übrigens während des Bürgerkrieges als auch dann, und das betraf dann ja Mexiko ein bisschen mit, als auch noch viel mehr natürlich in den ersten Jahren in Spanien, den Menschen schlicht und ergreifend aus Sicherheitsgründen nicht zugemutet werden konnte. Und Vereinbarungen darüber zu treffen, unter welchen Bedingungen auf solche Auflagen verzichtet werden konnte, haben wir auch als Zentrale immer wieder geführt. Und ich kann mich auch erinnern, dass Dieter sehr, sehr dankbar dafür war, was aber nichts daran änderte, dass bei dem Umsatz, den er sowohl in Mexiko als auch dann noch viel mehr später in Spanien an Mitteln hatte, dass das dazu führte,
dass wenn er mit seinem Koffer von Belegen nach Bonn kam damals, unsere ganze Verwaltungsabteilung in Schockstarre fiel, wegen der Mengen, die da bewältigt werden musste. Und ich kann einfach nur sagen, Dieter hat das nie als eine lästige Pflicht gesehen. Er hat das zugegebenermaßen einsehen müssen, dass er kein Verwaltungsgenie war. Das führte aber bei ihm nicht dazu, dass er meinte, man könne die Verwaltung deswegen lassen. Im Gegenteil. Das heißt also, wenn da Defizite waren, dann war Dieter der allererste, der also die Bitte äußerte, könnt ihr mir dabei helfen, diese Defizite zu beseitigen, was wir häufig dann auch konnten und auch getan haben. Seine Stärke lag ja in der Vernetzung und da hat er, glaube ich, Weltmeisterschaftliches geschaffen. Also diese erste Zeit, diese Vernetzung in Spanien herzustellen, das werden wir, glaube ich, nochmal in weiteren Interviews nochmal ein bisschen herausholen, herauskitzeln aus den Zeitzeugen. Ich denke, wir haben heute einen wunderbaren Überblick bekommen aus den Jahren, vor allem in Mexiko, wie er sich dort einen Ruf geschaffen hat und was ihn dafür qualifiziert hat, nach Spanien in diese spannende Zeit der Transition zu kommen. Ich bin mal dann irgendwann sehr gespannt, wenn ich dann auch die spanischen Zeitzeugen befrage, wie er sich das dann da so durchgemogelt hat. Denn das eine ist ja, dass man sich jetzt in einigen Jahren diese Verbindung aufgebaut hat und man auch Qualitäten und Erfahrungen gesammelt hat, wie man diese Vernetzung schafft. Und das andere ist tatsächlich, in einer Situation, einem großen europäischen Land, das ja über Jahrzehnte in einer Diktatur erstarrte, bei denen alle geduckt im Schatten arbeiteten, wie man dort an die Leute herangekommen ist. Ich denke mir, das war eine gewisse Herkulesaufgabe und da bin ich sehr gespannt, was mir dann noch berichtet wird. Ich würde gerne einen Punkt noch hinzufügen. Aber natürlich, bitte. Was die Abwicklung in Spanien dann anging. Die Jahre 76, er ist ja im Frühjahr 76 nach Spanien gegangen und 77 waren die schwierigsten Jahre, weil da natürlich sozusagen etwas mehr als eine Übereinkunft mit der Regierung, keine großen Steine in den Weg zu legen, da war. Es gab also keine echte Rechtsgrundlage, es gab keine Möglichkeit, auf die man sich zum Beispiel im Falle einer Verhaftung hätte berufen können. Es sind auch noch sehr, sehr viele Partner der Stiftung in dieser Zeit verhaftet worden. Ich erinnere nur daran, dass Hans Matthöfer da manches Mal nach Spanien gefahren ist und sehr unterschiedliche Art und Weise versucht hat, den einen oder anderen dort aus dem Gefängnis herauszuholen. Sprach sehr gut Spanisch. Ich habe den mal persönlich auch mal getroffen. Und ja, Hans Matthöfer sprach recht ordentlich Spanisch. Ich war sehr, sehr erstaunt, wie geflissen er sich in Spanisch ausdrücken konnte. Und er kannte sich auch sehr gut in Lateinamerika aus, in lateinamerikanischer Politik. Wir haben sehr viel mit Hans Matthöfer in diesem Bereich zusammengearbeitet, wobei Hans Matthöfer nie jemand war, der sich besonders in den Vordergrund spielte. In der deutschen Politik war das was anderes. Aber wenn er sozusagen in heikler Mission unterwegs war, dann war seine feste Überzeugung, je weniger da an Deutungen aus dem Fenster gehängt wird, desto eher ist man in der Lage, etwas zu erreichen. Wir haben dann als Stiftung aber einen Weg gefunden, von 1977 an die Arbeit deutlich zu erleichtern. Und der Weg waren die Stiftungen, die Gründung der beiden großen Stiftungen, sowohl der spanischen Sozialisten, der Fundación Pablo Iglesias und die Stiftung der Gewerkschaften und die Fundación Largo Caballero. Das war übrigens eine Idee, die den Kollegen in der Ebert-Stiftung in den frühen 70er Jahren schon gekommen war, in den verschiedenen Ländern Institutionen aufzubauen, die die Legalität über die Registrierung im jeweiligen Land schufen, sodass die Tätigkeit dieser Stiftungen zunächst mal definiert wurde durch die satzungsgemäßen Aufgaben dieser Institutionen. Und durch, wenn die Aufgabe politische Bildung ist, dann bedeutet das bei einer sozialdemokratischen Institution was anderes als bei einer christdemokratischen oder gar einer den Rechten nahestehenden Institution. Aber es ist damit ein Rahmen, der das normale Recht des Landes widerspiegelt, gefunden. Begonnen hatte das Ganze mit der Schaffung der ILDIS-Institute, Institutos Latinoamericanos de Ciencias Sociales,
die zunächst in Santiago de Chile und in Caracas aufgebaut wurde, später in anderen Ländern auch, als dann wegen des Pinochet-Putsches das Institut nach Ecuador verlagert werden musste, wurde die Politik da in Ecuador fortgesetzt. Und wir haben viel aus dieser Institutionalisierung gelernt. Ich habe im selben Jahr 1977 mit Partnern in Israel die Schaffung eines Institutes für politische Bildung vereinbart. Da standen die beiden spanischen Stiftungen ein bisschen Pate. Als ich in die Zentrale der Ebert-Stiftung kam, Ende 1976, war diese Entscheidung bereits gefallen. Da hatten also die Kollegen und Günter Grunwald als Geschäftsführer hatte das Spanien-Projekt ohnehin zu seiner Angelegenheit gemacht. Das heißt, ohne Günter Grunwald passierte in Spanien nichts. Und es passierte ja auch vieles in Spanien über Mittel, die von anderen deutschen Institutionen eingeworben wurden. Und niemand war so in der Lage wie Günter Grunwald, auch bei der Industrie zum Beispiel, Mittel einzuwerben, um weitere Teile des Spanien-Projektes damit finanzieren. Da gab es ja viele Gerüchte, aber die wollen wir heute nicht kommentieren. Es macht keinen Sinn, an diesen Fakten vorbeizugehen. Die Gerüchte, dass es sich da um illegale Finanzierung gehandelt habe, sind alle falsch. Es hat immer eine Rechtsgrundlage für das Tun gegeben, allerdings nicht immer die Möglichkeit, volle Transparenz herzustellen. Es gibt Mittel, die man einsetzen kann, völlig legal, deren Herkunft aber nicht offengelegt werden kann, weil zum Beispiel der Geldgeber Wert darauf legt, dass darüber keine Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das ist schwierig für eine Institution, die in der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, muss aber in besonderen Fällen gelegentlich möglich sein. Und sowohl im Spanien-Fall wie im Portugal-Fall ist das sicher so gewesen. Ganz auseinandergesetzt hat sich Antonio Muñoz Sánchez, der junge Historiker, von dem ich bereits sprach, der vielleicht sich auch als Interviewpartner sehr eignen würde, der in seinen beiden Veröffentlichungen sowohl zu Spanien wie auch zu Portugal das nun nicht offenlegt, wie man sich das so vorstellt, aber doch deutlich macht, wie ungefähr das funktioniert hat. Und das werden wir prüfen. Das werden wir noch genauestens untersuchen. Und es wäre schön, wenn wir vielleicht nach einigen weiteren Interviews, die wirst du ja dann auch gesehen haben, vielleicht können wir dann an bestimmten Fakten nochmal anknüpfen und dann nochmal drüber reden. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal miteinander sprechen dürfen, weil du hast unglaublich viel zu berichten. Dann würde ich sagen, machen wir ja erstmal eine Pause. Wir nennen es mal eine Pause und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Es war sehr schön und da es um meinen wirklich sehr guten Freund Dieter Konietzki ging, bin ich dir auch sehr dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, ein bisschen dazu beizutragen, die Erinnerung an ihn ein Stück mehr wachzuhalten, als sie das ohnehin ist. Wunderbar. Herzlichen Dank. Danke dir auch.